Hey, ciao zusammen, herzlich willkommen zurück beim Rayman in der Appelkiste. Und gewisse Leute würden ja behaupten, dass ich wie ein perfekter Fernsehmoderator oben zwar einigermaßen schick aussehe, unten dran aber Trainerhosen habe. Und wenn ihr zu denen gehört, habt ihr vermutlich recht. Wir haben herausgefunden, dass der Styx nicht mehr zurück in die Bank kommt. Und ich denke, dass wir mir jetzt mal ein Dilemma erzählen. Was für ein Dilemma. Oh mein Gott. Die ist da. Let's roll. So. Schlechte Nachrichten. Lemma, ich habe schlechte Nachrichten. Ja, genau. Was? Styx sagt, dass er aus der Band aussteigt. Dieser verfluchte Zocker lässt mich einfach so hängen. Dabei könnte der nächste Gig unser Durchbruch sein. Okay, das war's. Die Band ist Geschichte. Ich habe keinen Drummer mehr und meine Gitarre ist auch noch geklaut worden. Ohne die Gitarre fällt das Konzert ins Wasser. Gib noch nicht auf. Vielleicht kann ich noch etwas ausrichten. Ich werde schon rausfinden, wo die Gitarre ist. Ich lasse mich gern von dir überraschen. Jetzt hat sie ihre Gitarre auch noch verloren. Da ist sie. Ein Gitarrenkoffer. Die Gitarre wurde gestohlen. Da ist eine Streichholzschachtel im Gitarrenkoffer. Na mit. Die Adresse steht hier auch. Hell's Porn wurde zu unter hinzugefügt. Da bin ich gespannt. Jetzt habe ich etwas übersprungen, was ich nicht jetzt ehrlich denke, das können wir vielleicht auch noch aufnehmen. Da ist nichts drin. Den können wir nicht mitnehmen. Hell's Porn. Die Streichholzschachtel trägt das Logo des Nachtclubs Hell's Porn. Okay, nochmal einen neuen Ort. Hell's Porn, wo ist denn? Er sieht aber böse aus. Wenn wir gerade böse sind. Ah, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Wahrscheinlich kaut er sogar die Kerne. Aber da ist das muss Lemmas Gitarre sein. Okay, wir fangen wieder von links an. Oh, da sehe ich gerade. Nur noch ein Poster übrig. Oh, eins, okay. Hinter den Gittern ist eine Gefängniszelle. Da sitzen bestimmt ganz schwere Jungs ein. Wahrscheinlich schon noch eins und ich weiß auch, wo das herkommt. Noch eins Poster und das kommt nämlich beim Lefty Bar, aber. Ist da jemand geflüchtet? Was das Polizeiding hat da rum? Okay. Das New Lost Wages Police Department. Sehr einladend. Ja, dann gehen wir da mal rein, oder? Fisch ab! Früher war die Polizei aber freundlicher. Dein Freund und Helfer heißt doch so schön, oder? Blumen auf dieser Seite wächst noch was. Können wir das mitnehmen? Ladies stehen auf Blumen. Oh ja, yeah, stimmt das wirklich? Ich weiß nicht. Wenn ich dir jetzt wieder das Blümchen schenke, würdest du das voll fühlen. Die Ratte sieht aus, wie ich mich nach einer durchzechten Nacht fühle. Können wir die auch mitnehmen? Ich glaube, die würde mich beißen. Und wer weiß, welche Krankheiten die hat, die ich noch nicht habe. Ja, ganz einfach. Desinfektionstücher? Besser nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, gewisse Sachen werden wir gar nicht brauchen. Können wir da noch das Poster? Nein. Sieht aber locker aus. Also, ich weiß gar nicht, was wir da alles mitnehmen. Das lässt sich nicht kombinieren. Ich dachte irgendwie das Fernglas. Mir geht so das Fernglas durch den Kopf. Okay, dann haben wir jetzt aber alles angeschaut. Dann kommen wir jetzt mit dem Sebe. Hey, wer bist du? Was willst du? Hallo, ich bin Larry. Larry Leffer. Zeppe. Zeppe? Nein, Zeppe. Zeppe. Tut mir leid, ich spreche kein Kanadisch. Das ist... Ach, vergiss es. Ist Türsteher eigentlich ein Ausbildungsberuf? Vielleicht ein schlechter Start. Wenn man es richtig lernen will, klar. Ich war aber nur in Abendkursen. Sag's nicht weiter, aber ich habe sogar eine Brustverbreiterung machen lassen. Was ist das für ein Schuppen? Jetzt sag bloß, dass du nicht den angesagtesten Club der Stadt kennst. Ach so, der. Hell's Porn. Der Club der Reichen und Schönen. Du bist offensichtlich weder noch. Hehehehe. Bin ich wohl? Mhm. Okay, wechseln wir das Thema. Was ist das? Ja, das haben wir schon gehabt. Hell's Porn. Du. Das haben wir schon. Oh, verdammt, ich habe den Clubausweis im anderen Ferrari gelassen. Und den hat einer deiner Diener vermutlich im falschen deiner Parkhäuser abgestellt. Woher weißt du das? Genau, so sieht's aus.
So. Was passiert denn da drin? Exklusive Sachen. Zu exklusiv für jemanden wie dich. Der Club könnte froh sein, jemanden wie mich als Gast zu haben. Einigen wir uns auf nein. Aber wenn du jemanden kennst, der hier eine exklusive, außergewöhnliche, delikate Performance liefern könnte, sag es mir. Wir sind immer auf der Suche nach unverbrauchten Showacts. Also, ich kann... Unverbraucht! Ja, da kann man jemanden. Sie heißt Lämmer. Danke. Aber? Die Gitarre hier ist gestohlen. Was? Kann gar nicht sein. Ich habe die Gitarre rechtmäßig gekauft. Und wo? So ein Quatsch. Sie wurde Lämmer gestohlen. Ich kenne überhaupt keine Lämmer. Ich habe die Gitarre von der netten älteren Dame aus der Leisure Suite. Frag sie ruhig. Sie wird es dir bestätigen. Da steht Suite mit E. Aber eigentlich dann... Ich sollte es ja eigentlich wissen. Ich mache ja meist die Thumbnails da Bilder, aber dort steht doch Suite. Und ich lade ja mich aus. Ich habe gemeint, das ist gut, aber ja, es ist sweet, ganz klar. Sweet, was steht auf deinem Rücken? Sweet, was steht auf meinem Rücken? Ja, okay. Nö. Ich komme später wieder. Ich komme wieder. Zack, zack, es unter und dann sie ist da die Haie. Können wir sie mal da fragen, wieso, dass sie die Gitarre verkauft hat. Beeindruckend, ja, soll. Hast du letztens eine Gitarre verkauft? Was bin ich froh, die wieder losgeworden zu sein. Die Pfandleiherin hatte das dringende Bedürfnis, sich etwas delikate Wäsche zu kaufen. Die man essen kann? Jedenfalls hatte sie nur die Gitarre zum Eintauschen. Und ich habe mich breitschlagen lassen. Okay. Ich komme später wieder. Ich sehe seine Wandleierie. Okay. Raus. Das Unterrufen. Wir würden so viel Geld ausgeben mit dem kleinen Unterzeug. Dann gehen wir mal Sigo fragen. Hallo. Hallo. Was gibt's? Hat so ein Typ bei dir letztens eine Gitarre verpfändet? Ja, das Geschäft hatte ich letztens. Das war dieser Typ da drüben bei den Spielautomaten. Ah, ja. Nee. Gestehe, du hast die Gitarre verpfändet. Ja, ich gestehe. Das war die einzige Möglichkeit, aus der Band noch etwas Geld zu machen. Geld, das ich für meine Investitionen brauchte. Aktien? Nein, das hier. Automaten. Nur die sind gut zu mir und verstehen mich. Dieser heute ganz besonders. Der Türsteher von Hell's Pond glaubt mir nicht, dass die Gitarre Diebesgut ist. Du musst dem Türsteher erzählen, dass du sie gestohlen hast. Pah, ich habe gerade eine Glückssträhne. Solange der Automat schön weiter Kohle ausspuckt, bewege ich mich keinen Zentimeter von hier weg. Ist Styx eigentlich dein Spitzname? Ach was, das ist mein Künstlername. Ich heiße Ulrich Styx, dänisch-griechische Vorfahren. Okay. Bis später. Hau nichts kaputt. Okay, also ich merke, wir müssen irgendwie... ...wenn wir den Automat zerstören da. Aber zuerst machen wir mal das, was wir schon wissen. Dass wir es zumindest machen können. Weil wir haben ja jetzt so eine Golddublone. Und die können wir... ...da reinfallen und dann können wir etwas über. Die hat er genommen. Okay, was will ich denn? Ich weiß es nicht. Ganz klar. Da ist nichts im Ausgabeschacht, wo die Soße drauflaufen soll. Ich will die erst zapfen, wenn ich auch etwas habe, worauf die landen soll. Das ist gut, so wie es ist. Mischt. Ja, das passt da rein. Was wirklich? Okay, was will ich denn? Ich meine... Einmal Szechuan-Soße für den Corndog. Kommt sofort. Ich hätte es anders sollen nehmen.
Okay, jetzt haben wir Nostalgie. Ich weiß zwar nicht für was. So, und jetzt das. Ah, Mist, die Wand ist zu feucht. Irgendetwas müssen wir doch. Wir probieren einfach mal alles. Besser nicht. Das ist mir zu gefährlich. Das hilft mir nicht. Das ist gut so, wie es ist. Die Dinger sind zwar selbstklebend, aber die Wand ist zu feucht. Nehmen sie wieder runter. Können wir dann... Das hilft mir nicht. Nichts, was man schnürsenkeln sollte. Das hilft mir nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Das wäre noch leider. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Besser nicht. Das wird auch nicht. Sag ich gar besser kein nicht. Das muss ich mich abschaffen oder so. Das hilft mir nicht. Das ist gut so, wie es ist. Besser nicht. Das ja. Hilft mir nicht. Und besser irgendwie nicht. So ein Gefühl. Das hilft mir nicht. Und das ist gut so. Irgendwie das Gefühl, das nützt alles nicht. Okay. Probier das nächste, wo ich denke. Wenn man Plastikglas schneiden will, braucht man einen Plastikdiamanten. Ist doch völlig logisch. Lefty? Jetzt komme ich an die Platte ran. Wie ein Diamantendieb. Nimm das Ding ruhig mit, Larry. Ich kann es nicht mehr hören. Da ist ein furchtbar hoher Ton drauf. Bei dem zahlt keine Versicherung. Gut. Und ich weiß auch schon, wo man die verwenden könnte. Mit unserem Unterfahren mehr. Nein. So, da drauf. Perfekt. Jetzt kann ich die Platte abspielen. Au. Das Geräusch hat die Glasvitrine zerschmettert. Doch seine Brille ist noch heil geblieben. Ein altes, irgendwie angesabbert wirkendes Buch. Ich nehme das mal mit. So, und jetzt? Das Buch ist bestimmt selten. Wenn nicht selten, dann wenigstens halt. So kleine Hinweise gibt es immer wieder, das ist noch hilfreich. Das scheiß Plakat, das muss man noch irgendwie aufhängen. So, da, Buch. Das ist keine gute Idee. Eher nicht. Doch, komm schon. Ich will. Hallo. Was gibt's? Willst du nicht das Buch? Die Figur würde ich gern kaufen. Gern. Mach $1,000. Okay. Vielleicht kann ich auch anders zahlen, wenn du verstehst, was ich meine. Danke. Ich brauche gerade nichts zu essen. Okay. Was ist das für ein Fotopanorama? Es zeigt einen Roman. Was kostet das? Sammlerstück. Und so viel Geld habe ich nicht. Naja. Ich versuche es. Ah, so. Okay. Bis später. Dann müssen wir dann wohl das Buch. Das ist gut so, wie es ist. Das würde ihr bestimmt nicht gefallen. Oh Mist, ich hab gedacht. Und ich sag noch so geil, ha, gewisse Hibis geht so gleich. Jetzt ein Corndog. Das ist keine gute Idee. Das hilft mir nicht. Ja, wie machen wir jetzt das? Spitze Teile, wie es sich gehört. Was machen wir denn mit denen dort viel? Will denn das? Gibt ja Sinn, oder? Das behalte ich lieber bei mir. Was würde ich sagen? Gut, wie sieht es bei Timber aus? Mach mich da nicht irgendwo. Ja. Okay, nehmen wir das. Hm.
Wir? Ziemlich ramponiert. Lange hält das nicht mehr durch. Wir zum Geier? Besser nicht. Aber ich sage, er gibt keinen Sinn. Das hilft mir nicht. Das Teil müsste mal geschmiert werden. Mit Szechuan-Soße für dich? Besser nicht. Huck. Auch den Lukas. Nein, vielleicht später. Mit Sojasauce? Besser nicht. Milch? Sojamilch? Ich will jetzt ja so eine Mokka-Knolle. Eher nicht. Eher nicht. Er auch nicht. Das würde ihm nicht gefallen. Schwierig, schwierig, schwierig. Bruno vielleicht? Das würde ihr bestimmt nicht gefallen. Ach, wieso? Fällt dir doch sicher. Können wir dann irgendwie die Blumen mit Larry, komm rein. Die Blumen mit den Erdbeeren da austauschen. Das ist gut so, wie es ist. Das ist keine gute Idee. Ach, Mist. Hey, den brauche ich für meinen Erdbeerbuch. Ich leihe ihn mir nur. Was könnte man denn schnatzeln? Das lässt sich nicht kombinieren. Das gibt die Altersfreigabe nicht her. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht. Ah. Das gibt die Altersfreigabe nicht her. Die beiden Sachen funktionieren. Okay. Das ist mir zu. Die beiden Sachen Das ist, glaube ich, zu hart. Was haben wir da? Ich werde jetzt bestimmt keine Witze. Ich habe dir dafür ein. Wrinkly Spearmint. Aber immerhin nicht. Die Marke kenne ich noch von früher. Das sind diese super. Aber wieso immer? Besser nicht. Kein. Helfen wir. Das lässt sich nicht kommen. Das hilft. Dafür ist es jetzt auch schon zu spät. Die beiden Sachen funktionieren. Eher nicht. Kannst du bitte meinen Buschtrimmer hier lassen? Natürlich können wir das. Ich hab gedacht, irgendwie. Ich hab gedacht, das war aber nichts. Also da können wir die Statue über, die wir da brauchen, um eine Einwegkamera zu finden, die dann irgendwie die da brauchen. Vielleicht kann sie ja etwas mit dem Sexspielzeug anfangen. Ich weiß zwar nicht warum, aber könnte ja sein. Eher nicht. Das würde ihr bestimmt nicht gefallen. Ach, komm schon. Das ist keine gute Idee. Ja, definitiv nicht. Okay. Die hier können wir noch Sachen über, wenn man es mit dem Ding zahlt. Also irgendwie. Vielleicht müssen wir ihr sagen, dass das Ding geklaut worden ist. Was gibt's? Dass wir wissen, wo sie ist. Nein. Ich hab deine Gitarre gefunden. Du hast sie? Nein, so ein Typ hat sie anscheinend gekauft und glaubt nicht, dass sie gestohlen wurde. Mhm. Was? Dann musst du diesen Kerl vom Gegenteil überzeugen. Okay, ich überleg mir was. Wieso ich? Bis nachher. Was man nicht alles macht, um jemand zum Kuscheln haben.
Was willst du? Gib dir Gitarre her. Ich hab den Gitarrendieb gefunden. Und was interessiert mich das? Solange mir der Dieb nicht in die Augen schaut und mir die Wahrheit sagt, glaube ich dir kein Wort. Da könnte ja jeder kommen. Ich komm später. Okay, wir müssen am anderen seine Automat irgendwie abstellen. Hey Becky, willst du noch irgendwie so einen nostalgischen Korn-Dog? Hallo Becky! Machst du noch einen? Trink noch ein bisschen. Bis später. Okay. Da können wir auch nichts machen. Da nichts, da nichts. Wir müssen irgendwie den Automat abstellen. Quietsche! Das hilft mir nicht. Und ich hab gedacht. Besser nicht. Sieht alles größer aus. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Ich hab gedacht, dann bringt jetzt nicht wirklich etwas, hä? Bis später. Hau nichts kaputt. Ich weiß nicht, wie weiter. Vielleicht habe ich jetzt eine Idee. Vielleicht habe ich eine Idee, aber das schauen wir in der nächsten Folge. Wow, was für ein scheiß Aufhänger. Das wird auch nicht funktionieren. Aber wir werden es gleich abchecken in der nächsten Folge. Hey, danke fürs dabei sein. In dieser Folge, ihr seht, also das Spiel ist gar nicht so simpel irgendwie, wie ich am Anfang gedacht hätte. Aber da kämpfen wir uns jetzt durch, da gibt es keine raus. Und nochmal zur kleinen Erinnerung, wenn ihr im Bildschirm hier schreit, mach doch das, du Double, ich werde es nicht hören, ich werde auch nicht schleuen mit der Zeit. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, aber immerhin! Ich hatte nicht so einen hellen Anzug, wie er hat, aber ich kann, ja, immerhin. Also zumindest, vielleicht ein bisschen etwas fürs Auge. Hey, danke fürs dabei sein in dieser Folge, wäre cool, wenn ihr sich in der nächsten Folge seht, bis dahin, bleibt zu, macht keinen Scheiß und tschau zusammen.